Rezepte. Heute möchte ich euch das Rezept für Adjuka zeigen. Wir nehmen das sehr, sehr gerne als Brotaufstrich oder als Mezze und kommen dann auch gleich zu den Zutaten. Eine halbe rote Spitzpaprika. Ich habe 3-4 getrocknete Tomaten, Olivenöl, so eine Handvoll Walnüsse, eine Zehe Knoblauch zerdrückt, 2 Esslöffel Paprikamark, bekommt ihr im türkischen Laden, mehr Salz, grob, und Granatapfelsirup. Und Gewürze habe ich Blattpaprika, so ungefähr 1 Teelöffel, 1 Teelöffel rote Paprikapulver, einen halben Teelöffel Pfeffer und ein Viertel Teelöffel Kummin. Alle Zutaten pürieren. Ich werde einfach Spitzpaprika klein schneiden. Dann kommt getrocknete Tomaten, Walnüsse. Wie gesagt, alles kommt hier rein. Das Ganze wird püriert und dann mit Olivenöl verlängert. So, ich werde dann so ungefähr einen halben Esslöffel Granatapfelsirup hineingeben und ein bisschen Olivenöl. Später werde ich das natürlich mit Olivenöl verlängern und einfach pürieren, das Ganze. Ich werde dann ganz zum Schluss mit Salz abschmecken, weil Paprikamark sowieso gesalzen ist. Da würde ich dann natürlich aufpassen. So, das Ganze wird dann mit Olivenöl verlängert und bei Bedarf mit Salz abgeschmeckt. Also so viel Olivenöl hineingeben, dass das dann keine dicke Masse wird, sondern ein bisschen cremig wird. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ich wünsche allen, die das ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Und sage tschüss, bis zum nächsten Video.